So, liebe Kinder, liebe Jugendlichen, herzlich willkommen zu unserem fünften Podcast über das Spezialthema, zum Spezialthema EM 2024 in Deutschland. Oh, 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 Sommer in Deutschland, wir feiern zusammen. Alle Achtelfinals hinter uns und befinden uns im Viertelfinale. Im besten Finale der Welt. Und heute gibt es folgende Spiele. Deutschland gegen Spanien und danach Frankreich gegen Portugal. So, dann hätte ich gerne mal eure Emotionen zu dem Spiel, zu diesen Spielen. Erstmal natürlich zum Deutschlandspiel. Wie geht's euch damit? Wie habt ihr bisher die EM erlebt? Einfach mal beginnen, Max. Ja, klar. Immer du. Na, also Deutschland war ja ganz okay. Haben sie gegen die DNU durchgesetzt. Voltanich da war. Schlotterbeck hat gutes Spiel, finde ich. Auf jeden Fall Startelf-Potenzial. Und ich glaube auch, die Spanier sind kein Gegner. Also doch, sind sie. Wir werden absolut rausfliegen, aber ich glaube, wir können das schaffen. Also doch, Deutschland kann heute gewinnen, meinst du? Ja, Betonung liegt auf kann, oder? Das wissen wir erst hinterher, also... Alles ist möglich. Erst nach 97 Minuten. Weil auf Ansage, es gibt heute 7 Minuten Nachspielzeit auf Ansage. Okay. Das kriege ich, wenn ich gewinne? Feuchten Händedruck. Trinkpäckchen. Das werden wir dann sehen. Okay. Ich sag halt sowieso, dass du nicht gewinnen wirst in dieser Vorhersage. So, Leon, dann hätte ich jetzt gern mal dein Fazit zum bisherigen Turnierverlauf. Wie geht's dir damit? Was hast du für einen Eindruck und was hast du für ein Gefühl, wenn es heute gegen Spanien geht? Also, ich fand das Turnier ganz gut von Deutschland. Also hat man so seit 2014 nicht mehr gesehen. Mhm. Deswegen glaube ich heute, wir gewinnen 2-1. Aber es wird trotzdem ein knappes Spiel. Also ich glaube, Spanien wird alles nach vorne legen, was sie können. Aber ich sag, Deutschland schafft es irgendwie da noch. Ja, du gehst davon aus, dass Deutschland heute Abend gewinnt. Wie sieht deine Prognose aus bezüglich 90 Minuten, Verlängerung, Elfmeterschießen? Gut, Elfmeterschießen hast du jetzt bei einem 2-1-Tipp nicht inklusive, ne? Nee. Du denkst, dass das Spiel nach 90 Minuten vorbei ist? Ja. Okay. Dann haben wir heute Dami dabei. Du bist neu. Hi Dami, stell dich doch mal kurz vor, bitte. Ich bin Damien und 13 Jahre alt. Hallo Damien, 13 Jahre alt. Schön, dass du da bist, Dami. Ja. Und du hast dich heute besonders schön dekoriert und geschmückt. Willst du uns dazu mal was erzählen? Das sind nicht meine Sachen. Mhm. So, wie kann ich schon mal sagen? Na, mindestens eine, oder? Ja, eine Sache. Und ich dachte mir, für einen EM-Podcast sollte ich schon, wo es auch in Deutschland geht, sollte ich schon in voller Deutschland-Montur kommen. Dann solltest du schon angemessen angezogen sein. Ja, wie du ja auch, Max, du hast ja auch ein schönes Trikot an. Ja, habe ich auch bestimmt nicht von ihm oder so. Und Leon hat auch ein schönes Deutschland-Trikot an. Ich weiß nicht, wie viel, 4 oder 5 Deutschland-Trikots. Ach ja, also, du hast 4 oder 5 Deutschland-Trikots. Ja, also das sind halt nur eins, so aber das ist zu groß. Kinder-Trikots. Also. Ja. Also ich habe halt mehr, aber halt von dieser Euro. Gib mal eins. Verschiedene Modelle, verschiedenen Versionen und Ausführungen aus anderen Jahren noch. Ja, habe ich. Ich habe von der Euro 2020. Nein. Mhm. Ja. Doch, habe ich. Gib mal. Nein. Ja. Das Pinke hast du auch? Ja, okay. Aber nicht so, sondern halt einfach nur so gesagt draufgedruckt. Also okay. Also kein originales Spiel-Trikot jetzt, wie die Spieler das tragen dann? Nee, okay. Das ist ja auch nicht, das ist aber halt nur mit dem Wort. Sieht trotzdem klasse aus. Das ist perfekt. Dami, dann würde ich gerne mal deinen Eindruck von der bisherigen Europameisterschaft hören. Also ich fand Deutschland bis jetzt ganz gut. Die haben kein einziges Spiel verloren, was ich gut fand. Heute gegen Spanien würde ich sagen, wenn wir verlieren, 2-1, wird auch keine Verlängerung oder so geben. Okay, also du sagst, Deutschland fliegt nach 90 Minuten raus und liegt 2-1 zurück. Ja. Warum denkst du das?
Ich hab schon Urin. Du hast es im Urin, okay. Fällst du diese Prognose nach deiner Erfahrung von dieser EM, also weil du Spanien-Spiele gesehen hast und fandst Spanien einfach mit am besten bis jetzt? Ja. Okay, also ganz klare Nummer. Spanien ist auch dein Favorit auf den Titel. Ja, so ja, mitunter, ja. Mitunter. Max? Also, wenn man laut der Historie geht, hat Spanien noch nie ein Spiel gegen das Gastgeberland einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft gewonnen, ne? Also, okay, was historisch angeht, haben wir den Vorteil. Aber fußballerisch sind wir eher im Nachteil. Wird ja mal Zeit, dass Spanien heute kommt. Gut, das klingt dann recht ausgeglichen. Ja, hoffe ich mal nicht. Also, wenn man hier historisch geht, müssten wir das Spiel gewinnen. Okay. Wenn man fußballerisch geht, müssten wir ganz schön auf die Fresse kriegen und verlieren. Okay. Außer Nico Schlotterbeck macht seinen Kopf halt hoch. Na, Schatzi hat ja Flöckrug ja, und schiebt da nochmal so ein Ding ins Torwart-Eck. Ja. Dann ist kein Problem. Dann haben wir trotzdem verloren, weil wir 3-2 spielen. Easy. Du bist recht pessimistisch eingestellt, was das betrifft. Ist dein gutes Recht, das so zu äußern. Warum auch nicht? Was glauben Sie denn, wie das Spiel ausgeht? Ja, ich hoffe auf ein 2-1 für Deutschland. Ein 2-1, warum tippt ihr alle 2-1? Lass mal so ein 14-0 für Deutschland oder so. Und denke, dass Spanien zwar sehr stark sein wird. Spanien ist bisher meiner Meinung nach auch die beste Mannschaft des Turniers bisher. Und dadurch, dass ja das andere Viertelfinale direkt nach dem Deutschlandspiel ist, welches Frankreich gegen Portugal ist, wäre jetzt meine Frage an euch. Was denkt ihr, wie wird das Spiel heute Abend ausgehen? Frankreich gegen Portugal. Bist du sowieso danach dran? Max, dann sag doch einfach direkt, was du denkst. Ich finde, das ist mitunter das schlechteste Viertelfinale, was wir hatten in dieser Europameisterschaft. Das wird das schlechteste Spiel sein, glaube ich, was du kriegen kannst. Weil Portugal und Frankreich kriegen einfach absolut nichts hin, diese Europameisterschaft. Ich meine, Portugal gerade so im... Okay, gerade so ist ein bisschen weit hergeholt. Im Elfmeterschießen gegen die Slowaken gewonnen. Das hört sich schon wieder lächerlich an, wenn du es überhaupt nur hörst. Portugal 0-0 gegen die Slowaken. Und dann im Elfmeterschießen gewinnen. Das hört sich so an, als wenn Südkorea gegen die, gegen Spanien gespielt hätte und Spanien gewonnen hätte mit so einem 24-0. Du bist nicht überzeugt? Absolut nicht, von den beiden Teams gar nicht. So, was denkst du denn, wer gewinnt heute Abend? Ich schieb trotzdem meinen Tipp auf Portugal. Ah. Also erstmal hasse ich die Franzosen, vor allem die COD-Spieler. Und ich glaube einfach, dass Diego Costa, also der Keeper von Portugal, da wieder seine Paraden macht, so wie im Slowakenspiel, und die Null stehen lässt. Ja, und wenn sie mal eine vernünftige Flanke auf Cristiano Ronaldo bringen, dann macht er ja auch mal was. Er hat ja bis jetzt auch noch nicht viel gerissen. Den würde ich direkt rausnehmen eigentlich, den würde ich gar nicht mehr spielen lassen. Ja, wie viele Spiele hat er jetzt gespielt? Warte. Entweder 4 Spiele, 0 Tore, 0 Assists, Hammerleistung. Ab auf die Bank mit dir. Also sorry, aber... Gut, wollte nochmal dazu sagen, mit Hass wollen wir hier nicht argumentieren. Du kannst ja sagen, dass du die Franzosen nicht magst, das ist okay. Du gehst jetzt aber davon aus, dass Portugal gewinnt heute Abend. Gut. Und Gonçalo Ramos oder João Félix schieben das Tor ein. João Félix, einer deiner Lieblingsspieler, richtig? Ja, in der Tat. Ja. Aber nur zu Atletico Madrid Zeit. Okay. Obwohl er bei Barcelona besser spielt. Okay. Was denkst du, Leon, über dieses Spiel heute Abend, Frankreich gegen Portugal? Es ist ein schweres Spiel, sage ich, so wie es ist. Ich finde, das ist auch das Beste, also das Schwerste. Viertelfinale oder die schwerste Partie in der Euro, weil zwei richtige, starke Nationen gegeneinander kämpfen. Auch wenn die jetzt zum Beispiel in der Euro, also in dieser Euro nicht gut performt haben, glaube ich trotzdem, dass es so ein 3-1 für Portugal kommt.
Also, trotz Mbappé, trotz Griezmann, trotz Olivier Giroud. Trotz Dembélé. Ja, Dembélé. Trotz Eduardo Camavinga. Also, das sind ja Namen, da Chouameni. Richtig, da wird mir ja schon schwindelig, wenn ich mir vorstelle, ich würde im Team der Portugiesen stehen. Also, du sagst trotzdem, dass Portugal gewinnt, ja? Ja, also ich sag so. Hätte Cristiano Ronaldo. Oder ich meine, wir haben Mbappé vergessen. Ich meine. Nein, den hast du offiziell. Den habe ich schon. Gut. Ja, den hat es am Anfang offiziell. Ah, siehst du schon vergessen. Mit seinen Nasenbeinen. Ich sag gut, er ist 39-40. Wer? Ronaldo. Ah ja, Ronaldo. Aber ich glaube trotzdem, dass er eine gute Europameisterschaft spielt. Ab dem Viertelfinale. Ich wollte schon sagen. Ja gut, gegen Slowakei war es halt nur Pech. Wenn ich jetzt Oma reingehe. Er ist nicht mehr der Jüngste. Ja, genau, er ist nicht mehr der Älteste, genau. Warte, so, deine Meinung, du hast, es ist so, das Top-Viertelfinale ist, da denke ich mir, das spielt mit der zwei Schwächsten, da hätte eigentlich Frankreich gegen England stehen müssen. Das wäre dann das schlechteste Spiel, was du hättest bekommen können, der schwächsten Nation, die spielen können. Aber Ronaldo ist ja auch nicht der Älteste beim Team von Portugal, sondern wer ist noch Pepe. Älter? Pepe, der ist schon 41. 41 der Jahre. Der gute Mann bei Porto. Ja, richtig. Der Glatzkopf. Ja, so ja, ist das. Rotverteiler. Ja, also ich sagte, Ronaldo macht ein Tor oder zwei Tore, wenn es doch so ist. Zwei. Macht Pepe und Thiago Costa. So, doch, Torwart Fallrückzieher, glaub mir. Pepe macht kein Tor. Wieso Pepe nicht? Will wieder eine Rot bekommen. Sag ich mal. Also so. Ey, der hat noch keine einzige Rote, die EM, ne? Gelbe und dann irgendwie noch so in der 90. Minute so eine Rangelei und dann gelb-rot. Inwiefern Rangelei? Rangelei oder Rangelei? Rangelei. Also, wenn man nach Pepes Rangelei geht, dann. Rangelei. Ja, nee. Also. Pepes Macher, glaub mir. Ich glaube. Joao Felix tot. Ja, Joao Felix. Ronaldo. Spielt überhaupt Stamm? Und Bruno machen das doch. Bruno. Ja. Bruno Fernandes. Ja. Bruno Fernandes bei dem besten Team der Welt, Manchester United. Muss ich nur wirklich. Der soll. Nee, super, Damien, jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Ich schließe mich Leon an. Ich habe halt nicht so viele Portugal-Frankreich-Spiele gesehen, so. Und mit Spielern kenne ich mich so gar nicht aus. Aber du weißt schon, dass Ronaldo bei Portugal spielt und dass Kylian Mbappé bei Frankreich spielt. Ja, das sind solche Sachen, das sind grundlegende Sachen, die sollte man wissen. Ja, okay, ja. Ich würde auch sagen, Portugal gewinnt. Oh, echt? Ja. Wow, okay. Wie ist der Torwart nochmal bei Portugal? Thiago Costa. Ja, der. Diogo. Ich sag, der wird auch ein paar Paraden rausholen. Wie gegen Slowakei? Ja. Und generell spielt er die EM eigentlich souverän. Zu null haben die bis eher, glaube ich, nur gespielt. Und ich würde auch sagen, das wird ein knackiges. Ich glaube, ein Tor mit 7:1. 7:1. 7:1 für Portugal. Das wäre eine Überraschung. 3:1 für Portugal. Super, so Damien, dann machen wir bei dir gleich mal weiter. Und zwar haben wir morgen um 18 Uhr das Spiel England gegen die Schweiz. Wie ist deine Meinung zu dem Spiel? Also ich fand England eigentlich sehr schlecht. Und Schweiz dagegen eigentlich sehr gut, auch dass sie halt gegen Italien gewonnen haben. Ja. Deswegen würde ich da eher auf die Schweiz tippen. 2-0, 2-1 oder so für Schweiz. Okay, also du bist der Meinung, die Engländer kommen auf jeden Fall nicht mehr in Tritt. Die EM für die Engländer ist so gut wie vorbei. Ja, die haben gespielt. Nichts gerissen. Nicht ganz. Die haben nicht gut zusammengespielt und damit tschüssi. Ja. Und die Schweiz, das wäre doch der Hammer. Die Schweiz geht ins Halbfinale. Also ich sage euch schon, die kommt weiter. Das wäre eine Sensation, eine kleine sogar schon, würde ich sagen. Leon, was denkst du darüber? Ich denke an ein Wunder, nicht für Schweiz, sondern für England. Jetzt kam ich noch. Elfmeterschießen. Elfmeterschießen? 2-2. Das können die nicht. Und dann Elfmeterschießen. Also 1-1 nach regulärer Spielzeit. Und dann 2-2 in der Verlängerung. Und dann sage ich ein 4-2 im Elfmeterschießen für England. Ich glaube dran. Ich habe ja das letzte. Elfmeterschießen für England. Ach du Scheiße. Ich habe das letzte Englands Spiel richtig getippt gegen Slowakei. Ja, ich auch.
Gegen Slowenien. Wie war das? Ich auch. 2-1. 2-1. 2-1. Und ich hab's genau geheult, als Slowenien rausgeflogen ist. Und ich hab's halt genau in der Verlängerung. Ich glaube, Harry Kane hat 91. getroffen, aber ich habe Harry Kane 99. Also doch, aber... Ich glaube, es war die 95. oder? Nein, das war Jean-Marc. Und dann nach der Verlängerung in der 91. Kane. Habe ich ihn getroffen. Jude Bellingham, Fallrückzieher 1-1. Ja, das war total scheiße. Ich habe richtig geheult, als er das gemacht hat. Aber wie kann man... Also eine Minute oder 10 Sekunden früher abgepfiffen, das wäre vorbei. Ja. Also ich finde das so lächerlich, wirklich. Als ich mir dachte, yo, Slowenien hätte hier die Sensation des Jahrzehnts aufbauen, das ist ja schon krass, dass sie überhaupt weitergekommen sind. Und dann spielen sie gegen England das perfekte Spiel und dann der Schiri so, wir pfeifen mal noch nicht ab, erst 43 Minuten später. Und in der Zeit denkt sich Jude Bellingham, ja, ich habe eh nichts mehr zu verlieren, zieh mal einen Fallrückzieher, der absolut unnötig war. Hätte auch einfach daneben schießen können. Aber okay, so. Was ich unsportlich fand von Bellingham, dieser Jubel. Also, ja, den habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Was hat er denn gemacht? Ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie so oder ich die, weiß diese nicht. Diese Wanker-Geste. Die Wolfs-Geste, da wurde er ja jetzt zwei Spiele gesperrt. Das war nicht Bellingham. Das war Dimival, der Türke. Oder der, stimmt. Irgendwas hat er gemacht, dass er gesperrt wurde auf jeden Fall. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welchen Jubel, aber... Also er auch. Es gibt jetzt zwei, die gesperrt wurden, weil sie falsch gejubelt haben. Bellingham hat, glaube ich, noch keine Konsequenzen bekommen, oder? Aber ich glaube schon. Ja? Aber der türkische... Ein oder zwei Spiele ist er jetzt gesperrt. Von wem redest du, Leon? Bellingham. Weißt du das? Ich hab's gehört. Du hast gestern es gehört. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Du kannst ja mal kurz. Also auf jeden Fall der Türke ist gesperrt, Demiral, das weiß ich. Ja, Demiral, ich glaube, ich habe zwei Spiele gesperrt. Bellingham. Bellingham. Nee. Ja, jetzt den ersten, genau. Und welche Geste hat jemand gemacht, dass er für Spiele gesperrt wurde? Ich weiß nur, dass dieser Türke war, der so gemacht hat. Ja, der hat so gemacht. Ja, da ist der Jubel. Der Jubel ist da. Okay, da steht, Bellingham wurde nicht gesperrt. Oh, er muss aber eine Geldstrafe bezahlen. Oh. So, Max, so jetzt deine Prognose für das England-Spiel. Achso, ja, okay. Du weißt, dass Bellingham spielt. Was denkst du jetzt über das Spiel gegen die Schweiz? Also, meiner Meinung nach spielt da wirklich der absolute mit Schweiz einer der besten Teams aktuell gegen die pure Enttäuschung der Engländer, die mit mehr Glück als Verstand überhaupt dahin gekommen sind. Ich glaube trotzdem, dass die Engländer wieder ihr Törchen machen. Verlieren werden sie trotzdem. Aber okay. Also, wenn ich mir so an Podcast 1 erinnere, da war England so mein Favorit, so it's coming home, Alter. Ja. Und jetzt denken die so, now you drive at home, Alter. Weil, ja, ich weiß nicht, die Schweiz, die hat die Italiener gegessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, die haben nach dem Spiel Pizza gegessen oder so. Haben die Italiener ausgedacht, haben sich gedacht, fliegt da nach Hause. Aber danke für die Pizza, die schmeckt ganz gut. Mhm. Und ja, und jetzt spielt halt It's Drive at Home gegen absolut dominierende Schweizer die EM. Und deshalb glaube ich wirklich, dass die Schweiz die packt. Also sorry, aber so wie Southgate spielt, da wäre es eigentlich fast unmöglich für die Schweiz nicht zu gewinnen. Dein Tipp 2-1 für die Schweiz? Nö, 2-0. Ja. Gut, weil du gerade gesagt hast, die machen ihr Törchen, die Engländer, aber... Ja, die machen ihr Törchen, wird auch aberkannt. Ja, alles klar, okay. Leon? Ich kann dazu noch was sagen mit den Italienern. Ich habe so einen TikTok gesehen, da hat jemand geschrieben, jetzt wissen wir alle bei Dänemark gegen Deutschland spielen, wo die ja nach oben geguckt haben, weil da irgendein Fotograf oder so da oben war, hat der darunter geschrieben, jetzt wissen wir alle, warum die nach oben geguckt haben und da war so ein italienisches Flugzeug, wie das die... Das Mannschaftsflugzeug von Italien. Ja, oder und so. Dann stand da so, ja, Italien ist raus, auch nach Hause. Ja, dass sie wieder nach Hause fliegen. Mhm, okay. Da stand dann so, es waren so zwei Leute, ich glaube, das war Thomas Müller und Manuel Neuer. Nein, guck mal, die Italiener fliegen nach Hause. Das war Gündogan, ne? Das war Gündogan und Schmeichel. Schmeichel, der ist Deutscher! Schmeichel ist der Torwart von Dänemark. Ja.
Kasper Schmeichel. Ich bin Deutscher. Der ist kein Deutscher, deswegen spielt er ja für Dänemark. Ich habe ja über Deutschland und Dänemark geredet. Ich dachte immer, der wäre Südkoreaner. Südkorea? Ja, ist er auch nicht. Kasper Südkorea. Aber, hast du dich aber ein bisschen verpokert hier, ne? So, dann hätten wir das Spiel. Die Dortmund gegen die Niederlande. Nee. Nein, jetzt sind wir doch immer noch beim England-Spiel. Ach nee, Damien hatte schon seine Prognose abgegeben, richtig. Dortmund genau. Gegen die Niederlande. So, dann würde ich gern von Damien hören, was denkst du über das Spiel Niederlande gegen die Türkei? Ich habe von Niederlande kein einziges Spiel gesehen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie die spielen. Ich weiß nicht, ob Türkei so ein Kandidat ist, der es oft ins Viertelfinale schafft. Nein. Nee? Nein. Nee, also es ist, glaube ich, nicht das erste Mal, aber eigentlich nicht zu den Favoriten, ja. Also ich finde zwar krass, dass sie es bis ins Viertelfinale geschafft haben, aber vom Gefühl her würde ich halt einfach sagen, dass Niederlande die nach Hause kickt. Also die Türkei gewinnt. Nee, Niederlande kickt Türkei nach Hause. Ach so, okay, also dass die Niederländer gewinnen quasi. Ja. Ich weiß nicht, wie viel, 2-1. Ja? Ich gehe immer auf so. Ja. Ja. Na sicher. Leon? Ich denke, ein knackiges 3-1. Für? Für Niederlande. Ganz klar. Mhm. Ich sag, die Türken spielen so schlecht im Viertelfinale gegen Niederlande, dass Niederlande Memphis Depay 3 Dinge reinhaut. Ja, aber vor die Rakpo. Der so wie sich Memphis Depay, ja. Depay. Der haut ein Latte-Tor rein, dann nochmal ein Winkel und dann nochmal ein Elfer-Lupfer. Hast du auch Fantasien, Alter? Naja, immerhin, das ist doch schon mal eine Tendenz. Genau, die Toren werden und die Türken trotzdem weiterkommen. So, Max, dann jetzt mal dein Wort in. Also ich setze auch auf ein 3-1, ein stabiles 3-1, ein gutes 3-1 für die Türken. Ich wusste es. Wer schießt die Tore? Ganz klar Arda Güler. Demiral ist ja leider gesperrt jetzt, soweit ich weiß. Der IV hat sich gesagt, der macht auch sein Tor. Also auf jeden Fall zwei Arda Güler. Ich kenne die türkische Mannschaft gar nicht so genau. Wollte nochmal dazu sagen, der türkische Spieler, der gesperrt wurde, wurde wegen einer nationalsozialistischer Geste gesperrt, weshalb er zu Recht gesperrt ist. Das hier, ne? Das ist dieser Wolfsgruß, dieser rassistische türkische Gruß. Also von daher alles richtig. Hier, ne? Das ist dieser Wolfsgruß. Das wollte ich dir nicht absprechen. Ich wollte nur sagen, warum er gesperrt wurde. Ja, ja. Das hier, ne? Das ist dieser Wolfsgruß. Sehr gut, genau. Das ist dieser Wolfsgruß. 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 Ja, stark unsportliches Verhalten, was willst du da machen? Ne? Da kann man ihn nur sperren. Das ist dieser Wolfsgruß, zurecht gesperrt. Ja, Pech, dann kann er jetzt halt keine Tore mehr schießen. Ne? Also hätte er sich vielleicht vorher überlegen sollen. Dann im Finale, oder was? War das? Genau. Okay. War das nicht ein Schweigefuchs? Ein Schweigefuchs? Nee. Also die Geste gibt es ja öfter. Also im Metal-Bereich? Baby-Metal, Schweigefuchs. Ja. Baby-Metal. Baby-Metal, okay. Die machen bei den Konzerten auch immer so und die Fans auch. Okay. Ja, das genau. Höre ich zum ersten Mal. Sprecher ist das hier, ne? Das ist dieser Wolfsgruß, zurecht gesperrt. Sprecher ist das hier, ne? Das ist dieser Wolfsgruß, zurecht gesperrt. Sprecher ist das hier, ne? Das ist dieser Wolfsgruß, zurecht gesperrt. Sprecher ist das hier, ne? Das ist dieser Wolfsgruß, zurecht gesperrt. Sprecher ist das hier, ne? Das ist dieser Wolfsgruß, zurecht gesperrt. Sprecher ist das hier, ne? Das ist dieser Wolfsgruß, zurecht gesperrt. Sprecher ist das hier, ne? Das ist dieser Wolfsgruß, zurecht gesperrt. Sprecher ist das hier, ne? Das ist dieser Wolfsgruß, zurecht gesperrt. Sprecher ist das hier, ne? Das ist dieser Wolfsgruß, zurecht gesperrt. Ja, der war sehr unpassend. Freuen darf sich jeder. Das möchte ich niemandem absprechen, der seine ersten zwei Nationalmannschaftstore schießt. Der sollte sich so sehr freuen, dass es nur so aus ihm heraussprudelt. Jedoch sollte er auch dabei sein Gehirn angeschaltet lassen. So, dann hätten wir quasi, um das Thema mal weiterzuführen, hätten wir quasi nach euren Prognosen so recht dominante Halbfinals und zwar Schweiz gegen die Niederlande. Wie könnte denn da das Match ausgehen? Um jetzt zum Beispiel mal mit euren beiden Tipps zu arbeiten, Leon und Damien. Hättet ihr denn die Vorstellung, dass die Schweiz sogar bis ins Finale gehen kann? Das wäre doch der absolute Wahnsinn, oder?
Nie im Leben. Da sind die Holländer stärker. Okay. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß. Und welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? So, und dann hätten wir quasi mit der anderen Paarung Portugal gegen Deutschland im Halbfinale. Was denkt ihr denn über Portugal gegen Deutschland? Könnte Deutschland die Portugiesen dann auch schlagen, wenn die vorher die Franzosen geschlagen haben? Die Portugiesen. Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Portugal stärker als Deutschland. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser. Es ist halt sein Gefühl, Max. Da kann man jetzt auch nichts wegdiskutieren. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Max, ist das eine realistische Einschätzung von dir? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Wärst du in der Lage, uns jetzt nochmal deine realistische Abschätzung oder deine realistische Prognose für das Finale uns nochmal jetzt locker flockig mal zu visualisieren. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Und diese beiden Mannschaften siehst du im Finale. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das Finale ist nicht möglich, weil wenn Schweiz gewinnt, treffen die im Halbfinale auf die Türken. Ja. Welcher ist das hier, Hyäne? Also, Deutschland-Türkei, wäre das nicht mal ein absolutes Hammerfinale hier in Berlin? Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Ja, das wäre doch der absolute Oberhammer. Ja, von mir aus, das wäre doch der absolute Hammer. Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Würde ich nicht unterstreichen. Ich denke, dass jede Nation, die Europameister wird, würde einfach ausflippen. Und feiern bis zum Get-No, und das ist ja auch okay. Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Leon, gerne. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Ist das wirklich passiert, Hyäne? Ja, gut, die Fans von der Türkei waren, ne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß. Ja, da gibt's manchmal so dann Piekereien. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das hier, Hyäne? Das ist dieser Wolfsgruß zurechtgesperrt. Welcher ist das
das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Zwei Stunden ist vielleicht ein bisschen wenig. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Ja, das wäre ganz nett, ja, wenn ihr euch dann mal einig werdet vielleicht, ne? Was ist das denn hier, ne? Freut mich. Freut mich. Was ist das denn hier, ne? Wie ist deine Idee, dein Gefühl zu einem möglichen Finale und was wären für dich die Mannschaften, die dann im Finale stehen? Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Okay, ja. Dass dieser Wolfsgruß. Aha. Super interessant, wirklich super interessant, weil ich glaube, das ist so ein Finale, was es noch nie gab. Deutschland-Türkei gab es auch noch nie, EM-Finale, also nagelt mich nicht fest, aber davon bin ich jetzt mal überzeugt, ich habe das nicht recherchiert. Holland gegen Deutschland wäre ein relativ klassisches Finale, meiner Meinung nach, das gab es ja nun schon so oft. Und Deutschland gegen England gab es, meiner Meinung nach, ja, mir ist auch wie einmal, aber in der Europameisterschaft. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Wir sind offen für neue Sachen, genau, das ist absolut richtig. Ja, ein bisschen Überraschung, genau, danke, Demi, ja. Das war auch einfach mal wieder ein bisschen frische Luft in die EM bekommen. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn hier, ne? Dass dieser Wolfsgruß zurecht gesperrt wird. Was ist das denn? Was willst du damit sagen? Absolut ein Klassiker. Ja. Also wärst du mehr für Deutschland gegen England? Ja, also. Also Schwäche? Ja, also ich weiß nicht, also ich würde mir nicht so wünschen, weil ich weiß, dass dann vermutlich England gewinnt. Also würde. Ja, aber. Sorry. Oh, das musste sein. Ja, also wenn man ja in den letzten Jahren das. Also die deutsche Nationalmannschaft so verfolgt hat. Darf ich was trotzdem sagen? Wir sind doch nicht in den letzten Jahren. Wollte ich sagen. Wir sind heute. Welchen Tag haben wir heute? 5. Juli. Freitag, der 5. Juli 2024. Ich habe gedacht 2026. Und da würde ich halt tippen, dass England das gewinnen würde dann. Okay. Das sind schöne Prognosen. Mein Gefühl. Also sorry, aber wegen die Slowakei oder was war das? Slowakei, Slowenien. Wenn die fast rausfliegt. Ist für mich nicht mal ein Kandidat fürs Halbfinale. Max, wir werden sehen. Ja, das ist das Schöne. Wir sind nicht mehr weit entfernt. Morgen wissen wir mehr. Wir haben heute jetzt noch unsere schöne Fußball-Guck-Runde um 18 Uhr hier im Fair. Wir haben gestern fett eine komplette Chips-Kollektion eingekauft. Was habt ihr gekauft? Mit leckeren Säften und kalter Fanta. Und ich freue mich schon und ich wünsche allen Anwesenden eine weiterhin schöne EM, schöne Viertelfinals, schöne Halbfinals, schönes Finale. Und Max, ja. Danke, Leon, danke, Dami, danke. Schön, dass ihr immer wieder gerne. Wir machen nächste Woche noch einen Podcast. Und Chris, wir hoffen, dass wir wieder bei dir sein dürfen nächste Woche. Wir bedanken uns für dieses Mal und sagen danke, Chris. Sommer in Deutschland, wir feiern zusammen. Ante